und hier mal die persönliche Begrüßung, in diesem Fall heute aus Oldenburg. Es ist Mittwoch, genau. Und ja, ich starte jetzt mal den Weekly Vlog, beziehungsweise ihr habt ja schon ein bisschen was gesehen. Und zwar habe ich mir dieses Jahr überlegt, dass ich gerne wöchentlich vloggen möchte, immer wenn irgendwas passiert und das immer an den Adventssonntagen hochlade. Es wird nicht immer klappen, aber ich gebe mein Bestes, das irgendwie hinzubekommen, das dann auch schnell zu schneiden. Habe ich noch nie gemacht, deswegen auch ein Experiment für mich. Und ja, heute bin ich in Oldenburg, heute und morgen. Und jetzt ist auch schon später Nachmittag, ich bin beruflich hier. Und jetzt ist noch unsere Weihnachtsfeier, also geht es nachher Minigolfen auf dem Weihnachtsmarkt und lecker essen. In welcher Reihenfolge weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich werde es mitbekommen. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, machen wir eine kleine Roomtour. In dem Hotel war ich vor 4 Jahren schon mal. Das ist sehr schön, mitten in Oldenburg in der Innenstadt. Und das ist das Altera. Und ja, ich habe so ein schönes Einzelzimmer, aber ich zeige euch das mal. Also hier geht's rein. Das ist ein sehr, sehr langer Flur. Und hier ist um die Ecke dann auch gleich das Bad. Das ist ganz klein, aber ausreichend. Und dann sehr schön ein riesen Kleiderschrank, ein Wandschrank. Ein Kleiderzimmer schon fast. Und mein schickes kleines Einzelbett. Ja, Schreibtisch gibt es natürlich auch. Und es ist ganz niedlich. Hier vorne vor dem Hotel auf dem Platz wird renoviert. Da ist eine riesen Baustelle. Deshalb gibt es hier einmal einen 5-Euro-Gutschein für die Brasserie als Entschädigung. Hier ist ein kleiner Bauhelm. Und Oropax. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie heute Nacht nicht da bauen, dass ich ganz normal schlafen kann. Und auch wenn das Licht suboptimal ist, kann man an so großen Spiegeln ja immer ein schönes Outfit of the Day machen. Das ist ein Kleid von Boden. Der Gürtel ist auch von Boden. Das müsste es noch geben. Meine Kette wie immer von Tiffany. Die Ohrringe, die habt ihr eben wahrscheinlich ein bisschen näher gesehen, sind von Rossmann. Ganz neu. Und das sind einfach Boots von Deichmann und eine schwarze Strumpfhose, wo ich nicht mehr weiß, wo sie her ist. Und da es jetzt gleich losgeht, werde ich wahrscheinlich aufs Handy switchen, weil ich nicht die Kamera mitnehme und auch jetzt nicht so viel filmen werde. Ich glaube, die Leute möchten nicht diesen Vlog erscheinen. Deswegen ein paar Eindrücke folgen jetzt von meinem Nachmittag und Abend. Und dann sprechen wir uns, ich glaube, Freitag oder Samstag wieder. Denn am Wochenende, das kommt auch noch in dem Vlog, gibt es auch noch was Schönes, was ich vorhabe. Aber dazu später mehr. Jetzt bin ich erstmal in Oldenburg. Morgen, jetzt ist Donnerstag und das Licht hier in meinem kleinen Schränkchen ist auch nicht besser. Aber Outfit of the Day geht heute ganz schnell, gleiche Kette, alles gleich. Strumpfhose ist wahrscheinlich auch irgendwie von Chibo, die ist lila. Und das ist einfach ein Kleid von Boden auch. Und ich finde es sehr schön, weil es lange Ärmel hat, also perfekt für Herbst und Winter. Da trage ich sowas nämlich gerne. Ja, die Schuhe sind die gleichen. Ich bin müde. Ich war ab 12:30 habe ich geschlafen. Das kommt noch drüber, wenn es mir ein bisschen frisch ist, aber ich denke mal, hier ist es nicht frisch. Und ich werde jetzt zum Frühstücksbuffet gehen und ich habe noch gar keinen Hunger, also früh frühstücken. Also ich frühstücke sonst immer erst so um 10, halb 10, 10 im Büro. Aber wenn man unterwegs ist, muss man ja dann frühstücken, wenn es was gibt. Und das ist jetzt und es ist 7:30. Aber gut, ich werde sicherlich was finden. Ich habe auf jeden Fall Durst. Könnte an den Cocktails von gestern Abend gelegen haben. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt Samstag, der 1. Dezember und das heißt natürlich, Türchen öffnen war angesagt. Und allein dafür ist der Dezember schon immer richtig, richtig schön. Jeden Tag Türchen öffnen und kleine Geschenke und Süßigkeiten sehen. Auch als Erwachsener braucht man einen Adventskalender, eindeutig. Und zur Not kauft man ihn sich einfach selber. Und meine Mama und ihre Freundin sind gestern Abend angekommen. Wir waren noch hier in der Nähe auf einem Weihnachtsmarkt. Und dann lecker asiatisch essen in meinem Lieblingsrestaurant. Und das war richtig schön und hat schon gut eingestimmt. Zum Glück war das Wetter auch passend. Und jetzt geht es ist noch sehr früh am Morgen, geht es nach Bückeburg. Und zwar zum Schloss Bückeburg. Dort ist jedes Jahr der Weihnachtszauber an 2 Wochenenden. Und das hat jetzt dieses Wochenende angefangen. Und ich war, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren das letzte Mal da. Letztes Jahr kann ich nicht da gewesen sein, da war ich nicht in Deutschland. Aber ich glaube, das Jahr davor auch nicht. Und es ist wunderschön dort und es gibt ganz viele Stände. Es kostet auch Eintritt, aber dafür kann man auch ins Schloss, was sonst Eintritt kostet, wenn man normal dort ist. War ich auch schon mal, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ja, da sind ganz tolle Aussteller, da kann man ganz viel kaufen und probieren und einfach eine schöne Zeit haben. Wir holen noch eine Freundin auf dem Weg ab und dann sind wir zu 4 da unterwegs. Und ich glaube, das wird ein sehr schöner Tag und euch nehme ich natürlich mit und zeige euch ein paar Eindrücke. Hey, you, I saw you from the distance. Hey, you, can we talk? Hey, you, I think you're my subsistence. Hey, you, or am I wrong? Schön war es in Bückeburg. Große Empfehlung, seid pünktlich um 10 Uhr da. So ab 12, 1 ist es einfach nur noch Geschiebe und sehr voll. Deswegen große Empfehlung, immer gleich früh zur Eröffnung da sein. Dann kann man auch noch ins Schloss. Und wenn man später da ist, kommst du da nicht mehr rein. Ich habe ein paar schöne Sachen gekauft, die zeige ich euch. Das war auf jeden Fall Pflicht. Hier der Frischkäse, der ist so lecker. Dieser Stand ist immer da und da muss ich immer was mitnehmen. Das ist Cranberry und das ist Kürbis... Irgendwas anderes noch. Kann man alles durchprobieren und die schmecken so gut, die kommen jetzt erstmal in den Kühlschrank. So, jetzt ist es dunkel und für den richtigen Weihnachtsoverkill geht es jetzt nochmal in die Innenstadt, den großen Weihnachtsmarkt. Muss ja alles mitnehmen, also es war dann sehr viel Weihnachtsmarkt dieses Wochenende. Also gibt es jetzt noch ein bisschen Weihnachtsmarkt aus Hannover. Impression. So, und weil Poffertjes gestern zum ersten Mal so gut geschmeckt haben, gibt es jetzt noch eine Portion. Guten Morgen! Da ich die Kulisse jetzt schon aufgebaut habe für den Lesemonat, dachte ich mir, ich beende hier auch einfach mal den ersten Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Es ist hoffentlich auch genug Weihnachtsstimmung aufgekommen, aber es waren, ich glaube, jetzt 4 Weihnachtsmärkte in 4 Tagen. Das ist eine ganz gute Quote und es war ein sehr, sehr schönes Wochenende auch und überhaupt eine schöne Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn ihr euch auf die weiteren Vlogmas-Videos freut. Und nächstes Wochenende geht es nach Freiburg, da kann ich schon mal ja, spoilern. Und da nehme ich natürlich die Kamera auch mit. Das heißt allerdings, es geht nicht nächste Woche Sonntag der nächste Vlog online, sondern wahrscheinlich Montagabend oder Dienstag früh. Je nachdem, wie gut ich im Zug zum Schneiden komme und wie schnell mein Internet zu Hause ist. Das ist immer so ein kleines Glücksspiel. Jetzt trinke ich noch einen Schluck Tee, werde meinen Lesemonat drehen. Der kommt dann auch die Tage online. Also ihr seht, hier passiert einiges. Deswegen hinterlasst sehr, sehr gerne ein Abo. Das machen wir mal hier vor der Box. Und ich verlinke euch noch ein weiteres Video. Irgendeins, wenn ihr Lust habt, dann schaut da auch gerne vorbei oder überhaupt auf dem Kanal. Wir sehen uns also beim nächsten Video und habt einen wunderschönen ersten Advent. Wenn alles gut geht, ist es jetzt Sonntagabend und genießt die Zeit mit den Liebsten. Bis dahin, tschüss!